Das ist die Story, wie das ganze Internet wusste, wie Elotrix sein Johannes aussah, bevor man überhaupt wusste, wie sein Gesicht aussieht. Eine wirklich unfassbare Geschichte, die nur die wahren Oldschooler noch kennen, also hört sie euch gerne mal an. So ungefähr 2013 hatte Elotrix mit einer netten Dame geschrieben gehabt, dessen Name ich einfach mal nicht erwähne, die aber im COD-Clan vom Apo Red war. Da wurden dann die ein oder anderen Fotos ausgetauscht, die dann anschließend vom Apo Red, Muscle Scorpion und Tesco zensiert in einem Video gezeigt wurden. Und was soll ich sagen? Das Sprichwort mit der großen Nase stimmt auf jeden Fall. Das Ganze ist nur passiert, weil Elotrix damals einen Beef mit ihnen hatte und er hat dann auch offiziell bestätigt, dass das sein Johannes ist. Das hat er 2021 selbst nochmal grob erklärt gehabt in diesem Video, wer mir nicht glauben sollte. Ganz klar!